Hallihallo, liebe Freunde, hier willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect 3, wieder mit mir der Punkt. Und da wollen wir mal gucken, was wir heute so für Unfug alles anstellen werden. Ja. Wir haben ja die Grissom Academy abgeschlossen, wir haben eine kleine Dating-Umfrage gemacht, Dating-Sim-Folge. Normandy, Dating-Sim-Normandy, so rum. Nicht, dass man es jetzt falsch versteht, dass wir eine Dating-Runde machen. Und ich würde sogar glatt erstmal sagen, dass wir jetzt erstmal ein bisschen erkunden werden, ein bisschen scannen werden. Einfach mal schauen, was, ob wir vielleicht irgendwie Missionen oder Gegenstände, Gott, ist das laut. Immer auf den Ohren. Ob wir irgendwas Nützliches finden, was wir Signal verwenden können. bestätigt. Aber wir können jetzt zweimal scannen, bevor die Creeper ankommen, genau. Und ich glaube, wir haben nämlich das schon einmal verloren. Einmal das, Scannen verloren, weil wir so blind waren und gesagt haben, ich verstehe es nicht. Und naja, Credits erhalten. Das wollen wir jetzt mal ein bisschen nachholen, so alle Systeme mal kurz abgrasen. Wenn ich jetzt hier nochmal scanne, dann müssten sie genau in dem Moment hier in der Galaxie, glaube ich, eintreffen, oder? Oh ja. Sie sind da, sie sind da! Spreng, Shepard, spreng! Ausweichen erfolgreich. Dann werden wir hier mal ein bisschen erkunden. So ein bisschen Erkundung betreiben. Wollen wir uns hier dazwischen stellen? Ich habe etwas gefunden. Wir können hier wirklich nur zweimal scannen insgesamt. Das ist ein bisschen wenig, leider. Na, wenn wir mehr Aktivposten haben, dann ziehen sich die Reaper zurück. Oder ich muss mal wieder ein bisschen mehr Multiplayer spielen. Das war ein bisschen Aktivposten gewinnen, weil wenn man im Menü sieht man immer diese schöne Karte da, so und so viel Prozent haben wir eigentlich schon eingenommen. Spezialeinsatz Team Seater. Ja, cool. Und erste 103. Marine Division haben wir gekriegt. Ich werde mal versuchen, wieder ein bisschen Multiplayer, ein bisschen auf Zeit, dann hier alles. Reaper umgangen. Auf ins nächste System. Wir werden so keinen Sprit mehr haben, hier zurückzufliegen. Das sage ich jetzt schon. Wenn ich mich jetzt hier in die Mitte stelle, Signal bestätigt. haben wir hier ein bisschen Treibstoff gefunden. Oh Gott, da kommt voll viel an, da kommt viel an. Gut, dann werden wir hier nochmal scannen. Und hier nochmal. Oh Gott. Wir können den nicht. Oh Gott. Oh Gott. Weg hier. Ich glaube, die sind ein bisschen schneller, Überprüfung oder? erfolgreich. Okay, dann haben wir da auf jeden Fall schon mal einen Planeten, den wir noch scannen müssen. Das werden wir dann nach der nächsten Mission machen, wenn die Reaper sich da aus dem System wieder verpieselt haben. Und dann gucken wir hier mal. Oh Gott, hier müssen wir dreimal scannen. Machen wir es mit die Ausösseren. Ich habe etwas gefunden. Gib uns Sprit. Oh Gott, 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 oh Gott. Ah. Okay, nee, das wird zu riskant. Ausweichen Ich erfolgreich. hätte jetzt sonst gesagt, ich versuche einfach mal den Planeten anzufliegen, obwohl Reaper in dem System drin sind. Aber das lasse ich jetzt wohl mal besser. Ah, so viele Planeten zum Scannen hier. Signal bestätigt. Anfliegen. So, Core. Ey, den kennen wir doch im Planeten. Den kennen wir doch aus dem Mass Effect. Vorgänger schon. So, zack. Was kriegen wir hier Schönes? Was kriegen wir hier? Ja? Fundbüro. Credits. Nur Credits. Okay. Dann brauchen wir sie ein bisschen halsbrecherisch. Dum, 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 dum. Reaper! Da vorne ist ein Planet, den ich übersehen habe. Da ist bestimmt die nächste Anomalie drauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sie kriegen mich. Reaper Umgang. Das war knapp. Das war nur leicht knapp. Ganz leicht knapp. Ganz, ganz Überlegiesprung leicht. erfolgreich. So, den haben wir zu 55%. Dann gehen wir mal hier auf Malinest. Der hat uns eigentlich schon längst berührt gehabt. Pams. Aber gut, aber gut.
Meister der Knappheit, sage ich dann nur. Okay, eins weiß ich jetzt, wir werden auf jeden Fall nicht das System scannen. Wir werden, oh Gott, wir schaffen es nie wieder zurück. Wir müssen unter 150 bleiben für den Treibstoff, um zurück zu können. 170, gut, das wird ziemlich knapp mit dem Rückweg. Ich habe etwas gefunden. Ah, immer ein bisschen Treibstoff noch gefunden. Das Wrack. 100 Einheiten Treibstoff. Oh, das ist unsere Rettung. Sehr gut. Okay. Okay, wo ist der letzte Planet? Der ist hier. Okay, dann nur da einmal scannen. 20% haben wir hier nur erreicht. Ich will jetzt nicht großartig Treibstoff verbraten und das ist hier mir nur ein bisschen erkunden, deswegen fliegen wir mal lieber zurück. Effektivste Scannen, vielleicht hier zwischen den beiden. Ne, hier, dann kann ich nämlich hier hinten. Fahr mal so. Signal bestätigt. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Ich weiß nicht, ob die Scan-Fortschritte erhalten bleiben, wenn nicht, dann müssen wir das nächste Mal leider wieder scannen. Aber wir schaffen das schon. Fundbüro, was kriegen wir? Was kriegen wir? Das Pfeiler der Ersten der Stärke. Tagebucheintrag. Naja. Das Suchen. Was haben wir hier? 300 Treibstoff. Ach, das sind sogar. Da ist noch ein kleiner Mond hinter. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt auch erkundet haben. Bevor ich durchs Massenportal springen werde, werde ich das auch nochmal machen. Weiter nach hier, noch weiter nach da. Und noch ein Stückchen nach da. Jetzt ein Stück zurück. Da hin. Okay, perfekt. Und wir kriegen was? Waffen-Upgrade-Kit. Cool. So, wir haben den Planeten haben wir gescannt, zwischen den beiden. Dann haben wir zwischen den beiden gescannt. Dann haben wir noch den hier, da ist nichts. Und den kleinen Planeten da auch nicht. Okay. Reaper-Umgang. Dann springen wir mal auf ins nächste System. Ich hoffe mal, dass wir jetzt möglichst alle Scan-Vorgänge in diesem einen Durchlauf halt mal hinkriegen, in diesen 15 Minuten. Und wenn ich mich jetzt hier dazwischen platziere. Okay. Das war Eden Prime. Ach, das ist sicher sogar. Hier sind gar keine Reaper. Ach, das ist ja perfekt. Das ist schön, so könnte es öfters sein. So, noch ein Stück nach rechts. Da ist es. Zick. Und Schuss und Treffer und... Wir kriegen... Proteanische Datendateien. Datendateien. Geile Übersetzung. Da ist noch ein System. Aber wir haben dafür nicht genug freien Treibstoff. Wir brauchen hier wieder so eine Treibstoffstation. Oder finden wir vielleicht einen Wrack mit so 300, 400 Treibstoff? Das wäre schön. Oder wir waren ja schon mal in diesem System, glaube ich. Wir haben hier, glaube ich, schon mal bis zum Tode gescannt. Okay. Gab's denn im Petra-Nebel eine Treibstoffstation? Also, ich springe jetzt sowieso ein bisschen hin und her, um die Treppen zu schreiben und sowas. Also nicht wundern, dass ich hier mal gerade... mir trocknet sonst mein Hals gerade so ein bisschen aus. Okay, hier ist nichts. Wo finden wir denn eine Treibstoffstation? Gucken wir erstmal dahin. Wusch. Wir wollen noch keine Mission machen. Da ist ein Treibstoff. Treibstoffdepot. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Auftanken. Und blub. Gucken wir mal hier zwischen. Die Reaper interessiert das anscheinend nicht, dass wir hier sind. Gut, gut, gut. Hier haben wir noch einen Planeten. Ich glaube, hier haben wir schon mal überall gescannt gehabt. Egal. Haben wir halt nochmal sicherheitshalber nachgescannt. Fliegen wir jetzt mal zu diesem System hier. Zack. Ach, ja, 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 ich erinnere mich. Stimmt, hier war die erste Begegnung mit den Reapern. 750 Treibstoff. Wozu kaufen wir uns denn den Treibstoff, wenn wir hier so viel auf einmal finden?
Das ist ja nicht fair. Ich habe auch voll vergessen, dass das System ist hier. Naja. 79. Flotte der Turianer. Dann finden wir hier bestimmt auch nochmal Treibstoff. Egal, wir kommen hier eh nie wieder zurück in dieses. 800. Ja. Ja klar. Sicher. Natürlich. Immer noch. Das hätten wir jetzt gut gebrauchen können. Gut, das hätte uns so 300 Einheiten gekostet. Aber trotzdem. Eigentlich müssen hier doch auch irgendwo Reaper in der Nähe sein. So, welche Richtung? Nach unten. Perfekt. Das nenne ich mal strategisches Scannen und Einsammeln. Erfolg, Fundbüro. Und auch nochmal ein Origin in Erfolg gekriegt. Banner des ersten Regiments. Vielleicht finden wir hier irgendwo... Natürlich, jetzt kriegen wir hier natürlich Reaper-Aufmerksamkeit. Ach, wenn wir uns in der Nähe von den Pfeilen befinden, dann steigert sich die Aufmerksamkeit der Reaper erst. Ich glaube, ich habe es langsam kapiert. Also jetzt wirklich so kapiert und nicht so, ich glaube, ich habe es kapiert, sondern ich glaube, jetzt habe ich es kapiert. Jetzt gibt es auch nicht noch mehr, was man noch kapieren könnte daran. Außer ein bisschen Treibstoff auffüllen. Und das bringt uns gut Credits. Wir hatten vorhin nur 54.000, jetzt habe ich schon zweimal aufgetankt und jetzt haben wir noch 74.000. Das haben wir jetzt so 100%. So, dann zurück zu dem Exodus-Nebel. Exodus. Und fliegen zu dem anderen System und gucken, ob wir da irgendwas abgreifen können. Zu dem hier rechts. Ja, wir schaffen das. Flieg und Sieg. Da müssen wir ziemlich viel scannen, wenn wir erst 28% erkundet haben. Das ist nicht mal ein Drittel. Naja. Ich habe etwas gefunden. Okay, das ist anscheinend doch nicht mit den Pfeilen zu tun, sondern wie viele Sachen wir finden. Oder, hä? Okay, ich werde nie wieder behaupten, dass ich das Scannen verstanden habe. Überreste von Reaper-Zerstörer. Ist das der Planet? Wo wir den Reaper drauf crashen lassen haben? Kann ja sein. Zack, was haben wir hier Schönes? Irgendwas Cooles, Geld. Navy Erkundungsflottille der Allianz. Oh ja, wir stärken damit auf jeden Fall unsere Einheiten. Können wir das einfach so, ohne dass wir jetzt Angst haben müssen, dass die Reaper uns kriegen? Einfach so den Planeten erscannen, so, oh, who cares? Ich mache hier meinen Job nur, ich putze hier nur. Allianz Kreuzer Shanghai. Oh ja, wir kriegen unsere ganzen Aktivposten zusammen. Riskant! Ich glaube, er hat uns erwischt. Ich glaube echt, dass er uns erwischt hat. Was passiert, wenn er uns erwischt? Das werden wir gleich herausfinden. Spezialeinsatzteam Delta. ULG-Sprung erfolgreich. War das jetzt so böse, dass der uns erwischt hat? Ah, da vorne können wir noch einmal erkunden. Das war jetzt aber nicht besonders böse, dass er uns erwischt hat, oder? Also ich habe jetzt zumindest jetzt... Ach, wir sind Game Over. Fuck. Okay. Ist es doch etwas... Ausweichen erfolgreich. ...etwas böser, wenn wir erwischt werden. Ach, hier unten ist ein Reaper. Ja, komm. Warum bleibt er denn stehen? Warum ist er denn stehen geblieben, Shepard? Reaper Umgang. Ich will dieses einen Aktivposten haben, damit ich hier nicht nochmal zurück in dieses System muss. Das sind höllische Benzinkosten, hier hinzufliegen. Ja. Nein! Damit! Also es könnte auch mehr als einen Reaper erwischen. Wir versuchen das jetzt so lange, bis wir das schaffen. Ausweichen erfolgreich. Ich will nicht hier unten spawnen. Hier unten zu spawnen ist ziemlich räudig. Können sie uns gut abfangen. Und wir haben sie direkt am Arsch kleben. Ja, sie sind schneller als wir. Also schnell hoch. Oh Gott. Versuchen wir es schnell. Und na okay. Wenn die uns gekriegt haben, dann haben wir keine Chance. Gut, dann fliegen wir. Dann müssen wir irgendwann doch nochmal die höllischen Spritkosten bezahlen, um dahin zu kommen. Aber interessant. Gut zu wissen, dass man dann Game Over geht.
Massenportalsprung. Fliegen wir mal in das System hier rein. Einfach mal so testweise. Bams! Gut. Ach komm, das System schaffen wir noch. Hier ist kein Reaper in der Nähe oder sowas. Hier können wir super erkunden. Ohne Probleme. Komm schon, das schaffen wir hier. Nichts. Gar nichts. Nichts für uns. Gut, dann tanken wir mal kurz auf. Und dann würde ich sagen, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir nochmal ein paar Planeten erkunden. Das war's von mir, eurem Punkt. Tschüssi.